Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind im Gruppierungsquest Klassische Irreführung. Ich wurde von Agine, der Anführerin des Sonnenlagers, gebeten, im Dienste des Hierophanten einen weiteren Diebstahl zu begehen. Um damit zu beginnen, muss ich am Schrein des Hierophanten beten. Und nun seid ihr hier. Ich sehe ein Zögern in euren Schritten. Aber es ist nicht das, was mich beunruhigt. Ich habe erfahren, dass ein Feind der Reisenden schon bald sein Ende finden wird. Maun Münzgreifer wurde zum Tode verurteilt. Wer ist Maun Münzgreifer? Er führt ein elendes Leben und wird einen angemessenen Tod finden. Er war ein Halsabschneider, ein Bandit, ein Wegelagerer und ein ehemaliger Reisender. Er verließ meine Herde, als wir seinen grausamen Zielen nicht mehr dienlich waren. Und er hat auf seinem blutigen Weg ein gewaltiges Vermögen angehäuft, um das ihn viele beneiden. Das ist grauenhaft. Ich gebe nichts auf einen Mörder. Es ist grauenhaft. Das wäre es, wenn er nicht ein Monster und Halsabschneider wäre. Und dennoch ist es Maun vor seiner Verhaftung gelungen, einen beträchtlichen Schatz anzuhäufen. Er hat den Reisenden mehr als einmal gewaltige Probleme bereitet und unsere Namen mit seinen Morden besudelt. Sorg dafür, dass die Reisenden erkennen, welchen Preis jene bezahlen, die mich verärgern. Er wird in der Kaverne der Verurteilten in Apotyre festgehalten. Er wird euch den Schlüssel zu seinem Schatz geben. So habe ich es vorhergesehen. Sie bestimmt das ja immer eigentlich, ne? Sie bestimmt immer irgendwie, wer es verdient und wer es nicht verdient. Und das gefällt mir daran halt auch einfach nicht. Weil man ja überhaupt keine Hintergrundinformationen hat, ne? Man weiß ja immer gar nicht, wem man da verurteilt und wem man da was klaut. Tja. Da wir jetzt hier gleich oben hin sollen, brauche ich keine Schnellreise machen. Ich hoffe, der lässt mich hier durch. Hogni? Wenn ihr nach Arbeit sucht, solltet ihr es in Weißfels versuchen. Alles, was ihr hier finden werdet, ist Ärger. Okay. Geht weiter! Mach ich das mal? Weiß nicht, ob der mich jetzt hier einfach durchlässt. Tschüss? Ich mach mal einfach. So, ich gucke mich wieder um, ob wir hier irgendwas finden. Was haben wir hier? Die Tür wird durch einen Hebel und so wieder mal. Okay. Na, Leute. Hallo? Hallo. Keine Ahnung, ob ich hier sein darf, aber die sagen ja nichts. Nichts, was ich hier stehlen müsste. Also kriege ich auch keinen Ärger. Da. Na, sowas. Sieht aus, als hätte es eine von Argines Anhängerinnen hergeweht. Ich frage mich, was wohl die Wachen tun werden, wenn ich sie herrufe. Aber Maun wird das natürlich nicht tun, auch wenn es nach einem Spaß klingt. Ihr seid eine Reisende, nicht wahr? Ich schätze, das Sonnenlager ist hier, um sich an meiner Lage zu weiden. Ich bin wegen eures Schatzes hier. Nun ja, sie lassen meine Tür verschweißt, bis ich am Galgen baumle. Also könnt ihr ihn haben. Aber er ist nur ein Teil des Schlüssels, den ihr braucht. Ich bin ein gerechter Mann, wisst ihr? Die anderen Teile habe ich den Zungars und Darkvaris gegeben. Sie suchen bereits nach meinem Schatz. Und ich bezweifle, dass sie ihn teilen wollen. Das ist es, was ihr Aasgeier dafür bekommt, dass ihr an Mauns Knochen herumpickt. Holt euch mein Gold, wenn ihr euch traut. Wenn ihr überlebt, kann Argine meine Schuld als beglichen ansehen. Wo finde ich euren Schatz? Er ist in der Schlangenschluchtgrotte versteckt. Allerdings gehen sich die Zungars und Darkvaris auf der Suche nach ihm vermutlich bereits an die Kehle. Gute Jagd. Darkvaris und Zungars. Die Ratten in der Wüste kämpfen um die Krümel, die ich übrig lasse. Doch nun haben sie eine Chance auf das gesamte Festmahl. Und deutlich angenehmer als ihr rückgratlosen Reisenden sind sie allemal. Maun Münzgreifer. Ach, kommt schon. Ganz so schlimm kann ich doch wohl nicht sein, oder? Mag sein, dass ich ein paar Kehlen aufgeschlitzt habe. Aber man wird sich an mich immer als den reichsten Hurensohn in Apotyre erinnern. An den, der dem Hierophanten ins Gesicht gelacht hat. Jawohl. Reisende. Ich kann nicht glauben, dass ich je mit euch Feiglingen herumgezogen bin. Man kann einem Mann das Auskommen nehmen, doch niemals das Leben, was? Na. Mit dem werden wir bestimmt gute Freunde werden.
Ach, hier ist der Hebel. Ach, dann können wir ihn freilassen, ne? Wollen wir aber gar nicht. Wir wollen jetzt hier hin. Das wollen wir machen. Die Grotte wollen wir. Es ist aber auch echt ein Gelaufe und Gelaufe. Gibt es da auch eine Schnellreise hin? Oh, da waren wir noch nie. Nee, gibt's also nicht. Ja, sorry. Einfach mal getötet. So, kann ich hier unten langlaufen? Nö. Keine Lust auf die Leute, die mich hier verfolgen wollen. Kommt auch Gott sei Dank gerade keiner. Tschüssi. Wie komme ich jetzt da hin? Ich will da nach unten. Wir müssen hier nach unten. Glaube ich. Geschafft. Sacken wir noch mal ein bisschen hier was ein. Ist das nun brauchen oder nicht? Hier ist die Höhle. Ah, nö, hier waren wir noch nie. Cool, Schlangenschluchtgrotte. Nee, die hab ich wohl nicht bemerkt. Mounts Schlüssel zusammensetzen. Oh, hier liegen aber viele. Boah. Alle abgemetzelt. Unschön. Ich will denen ungern eigentlich ihre Sachen alle wegnehmen, aber ich mach's trotzdem. Die merken ja gar nichts da hinten. Oh doch, die bemerken das. Wollen wir uns die mal alle schön vornehmen? Schnell kann's gehen. Ja, ja. Wo sind denn hier die netten Kisten? Wo noch Setteile drin sein könnten? Hier, da nicht. Das wollen wir alles nicht. Irgendwo. Ach, hier. Oh Mann, auch nix. So, deine Freunde sind schon alle tot, wer auch immer du hier um die Ecke bist. Genau. Leider nicht geklappt. Sorry. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir, was wir finden. Vielleicht haben wir ja auch Glück irgendwo. Immer so ausweichen, das nervt voll. So. Zungerschlüssel, da haben wir ihn. Und ein bisschen Kohle haben wir auch noch eingesackt. Ansonsten werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr viel finden. Dann geht's wieder gerade zurück. Da müssen wir aber noch lang. Brauchen noch das andere Teil. Da sind wieder die schönen Blumen. Thank you.
Können aber auch gut ausweichen. Die sind voll am Kämpfen hier immer und irgendwie frage ich mich immer, kann ich die nicht einfach mal so von hinten irgendwie, wenn die immer so voll abgelenkt sind und so? Die merken doch gar nicht. Hä? Komisch. Komisch irgendwie hier gerade. Es ist leicht verwirrend. Ich habe hier aber primär das genau andersrum gerade gemacht. Warte mal. Ich brauche sekundär, möchte ich meinen Bogen. Bin ich jetzt doof? Nee, das machst du mal bitte ablegen. So, sekundär und die bitte so. Jetzt habe ich es richtig. Nein. Ja. Was ist hier in der Ecke? Gemäßigte Kapuze. Von irgendeinem, der es auch nicht geschafft hat. Eine leichte Truhe, aber auch in einer leichten Truhe können gute Dinge sein. Wie zum Beispiel Prismäre, Dietriche und so. Die wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen, weil wir genug andere Dietriche haben. Ach, da ist noch. Da sind noch zwei schöne verschlossene Truhen. Her mit den Truhen. Ja, das klappt super hier im Moment. Oh. Da habe ich was Interessantes eingesammelt. Darkvari-Schlüssel. Genau. Haben wir das auch. So. Die hatte ein Großschwert, da brauche ich nicht nochmal ran. Dann laufen wir wieder zurück. Wir haben, was wir wollten. Schön. Und Mauns Nachricht. So, jetzt können wir zu Argine zurückkehren. Vorher werde ich aber nochmal die Nachricht gerne lesen, wenn wir sie lesen können. Wissen wollen, was da drinne steht. Man kann doch hier einfach durchrennen, ne? Genau. So. Wo kann ich hier jetzt lang? Laufe ich jetzt hier total falsch? Ja, ich laufe hier irgendwie total falsch. Okay. Nicht verwirrend. Kann ich hier nicht nach rechts? Nein, ich muss im Bogen laufen. Okay. So, da ist er ja schon. Vorher will ich das jetzt aber mal eben, wo haben wir es denn, wo haben wir es denn? Reparaturkit können wir auch nochmal benutzen hier nebenbei. So, wo sind denn unsere ganzen schönen Briefe? Fiebel, ganz, ganz unten müsste das sein. Ich mach mal langsam hier, dann sehe ich das per Sternchen schneller, als selber lesen zu müssen. Nein, ja. Mauns Nachricht, lesen. An den Finder dieser Notiz, wenn ihr dies liest, erwartet mich der Galgen und ihr seid wegen meiner Reichtümer hier. Ich hatte im Leben keine Freunde, keine Familie, keine Lieben. Damit seid ihr entweder ein Gierschlund, der dank meiner Bemühungen reich werden möchte oder einfach nur jemand, der gerne durch Höhlen rennt und Zettel liest. In beiden Fällen freut es mich, euch mitteilen zu können, dass es keinen Schatz gibt, kein Gold, keine Gemmen, nur etwas Messing und Glasperlen. Ihr seid so weit gekommen und jetzt war alles umsonst. Ich würde zu gerne euer Gesicht sehen, dann hätte ich Grund zum Lächeln, wenn sie mir den Strick um den Hals legen. Maun. Toll. Nun gut. Sieht aus, als hätte Maun es geschafft, so ziemlich jeden übers Ohr zu hauen. Wisst ihr, ich erinnere mich noch an eine Zeit, als der Hierophant nicht getäuscht werden konnte und unfehlbar war. Ich schätze, das ist jetzt nur noch Sand im Wüstenwind, Täubchen. Was macht ihr hier? Oder ihr schon wieder? Was wollt ihr hier? Du hast nicht genug Platz. Ich dachte, ich wollte Rache. Doch jetzt geht es um mehr.
Der Hierophant macht Fehler, Täubchen. Seine Tyrannei, seine Versuche, euch und mich zu töten. Die Krücke, auf die sich die Reisenden schon seit Jahren stützen, verrottet. Seht euch nur eure letzten beiden Aufträge an. Sie liefen nicht so, wie es der Hierophant erwartet oder vorhergesehen hatte. Wir müssen unseren geliebten Seher aufhalten, bevor er uns und alle anderen mit in den Abgrund reißt. Und wir fangen damit an, indem ihr die schwarzen Sendschreiben stehlt. Mhm. Wie stehle ich die Sendschreiben? Mit einem gehörigen Maß an Können. Ihr werdet dorthin gehen, wohin noch kein Dieb dieser Länder je einen Fuß gesetzt hat. In die Schatzkammern unter dem Lifrarium von Adessa. Dort scheinen die Gnome alles zu verstecken, was von niemandem gefunden werden soll, einschließlich der Sendschreiben. Ich habe mit Fasmir vereinbart, dass er sich dort mit euch trifft und euch zeigt, wie ihr hineinkommt. Fasmir weiß von den Kammern? Er weiß genauso viel, wie ich ihm erzählt habe. Ich hätte euch den Ort ja selbst gezeigt, aber nach Owens Wehr befürchte ich, dass mich jemand wiedererkennen könnte. Fasmir ist ein kluger Kopf. Er wird euch zweifellos eine Hilfe sein. Warum ist dein Buch so wichtig? Wir haben es hier mit Gnomen zu tun, Täubchen. Vergesst Gold, Wein und Macht. Was sie am meisten schätzen, ist Wissen. Ich nehme an, irgendetwas in diesen Sendschreiben ist für sie von enormer Bedeutung. Aber wen kümmert's? Sie haben das Buch, wir wollen es. Und jetzt geht. Sobald ihr es habt, warte ich mit ein paar Freunden im Hospitalesquartier auf euch. Okay. Nochmal, was ist meine Rolle in eurem Plan? Ihr müsst für mich das Unmögliche schaffen und in die Schatzkammern unter dem Lifrarium von Adessa einbrechen. Für jene, die von ihnen wissen, ist ein Einbruch der schnellste Weg an den Galgen. Zu unserem Glück macht ihr dem Tod jedoch immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Nun, zumindest fast immer, sofern ich richtig informiert bin. Trefft euch mit Fasmir im Lifrarium. Er erzählt euch dann den Rest. Na, da bin ich ja mal gespannt. Sag mal was nochmal über dich selber. Der Hierophant hatte es auf mich abgesehen. Er wollte mich aufknüpfen, weil ich nicht sein fügsamer kleiner Diener sein wollte. Also habe ich die Reisenden verlassen. Ich schätze, er dachte, solange ich die Botschaft noch verstanden habe, macht es keinen Unterschied, ob ich tot bin oder nicht. Da hat sich der Hierophant wohl geirrt. Ich musste so viel über den Hierophanten in Erfahrung bringen, wie ich konnte. Und das hat mich hierher geführt, zu euch. Legt los. Okay. Dann hätten wir hier noch einen Schatzsack. Können wir da so ein bisschen am Plunder? Ja, dann mache ich mal meine Bücher, die ich eh schon gelesen habe, weg. Und nimm Grimms-Dings zum Ablenken. Okay, diese Fasmere-Dinger. Oh, das wird ja jetzt eine heikle Aktion. Gnome reinlegen ist ja immer so eine Sache. Und dann auch noch, ja, Nadessa. Noch eine? Tja, ich weiß nicht. Wo soll's hingehen? Hierhin? Nach unten? Zu den Inseln? Wir sollen ja ins Livrarium. So, ich laufe mal hier lang. Wir können ja hier auch im Bogen laufen. So, da wird es wohl sein. Wie sollen wir das denn jetzt schaffen? Tja, erstmal reden wir hier mit ihm. Schön, dass ihr euch entschieden habt, hier aufzutauchen. Ich kann nicht behaupten, dass es mich nicht nervös gemacht hätte, wie mich all diese schlammhirnigen Gnome anstarren. Aber beeilen wir uns. Bevor ihr in die Schatzkammer geht, muss ich euch noch kurz erklären, worauf es ankommt. Was gibt es dort noch? Grimm hat herausgefunden, dass die Gnome die Sendschreiben mit einem Zauber belegt haben, durch den sie immer wissen, wo sie sind. Krilgarin hat für dieses Problem eine Lösung gefunden. Das Tuch der Verdunklung. Bedeckt die Sendschreiben mit diesem Tuch und die Gnome werden vergessen, dass sie überhaupt existieren. Also, seid ihr bereit? Diese Reise geht leider nur in eine Richtung. Sobald ihr drin seid, müsst ihr euch selbst einen Weg nach draußen suchen. Was sind diese Sendschreiben? Irgendein altes Buch. Und fragt mich nicht, was drin steht. Was Grimm und mich interessiert, ist der Wert, den diese verfluchten Burschen den Sendschreiben beimessen.
Was ist das Tuch der Verdunkelung? Ich weiß nicht, ob Krilgerin das verdammte Ding selbst angefertigt oder es gestohlen hat. Aber sie sagte, es sei einzigartig. Sobald ihr einen Gegenstand mit diesem Tuch bedeckt, vergisst die Welt, dass er je existiert hat. Klingt ziemlich nutzlos, hm? Im richtigen Moment ist es jedoch ein verdammt raffinierter Schwindel. Erinnert mich immer so an den Typen aus Xena. Da war bei Xena der Serie, die ist auch uralt. Da war doch immer dieser Dieb. Wie hieß der denn noch? Muss ich noch mal... Weiß grad nicht, wie er nochmal heißt. Jedenfalls hatte der auch immer so einen schwarzen Bart und so. Ich bin bereit, wie komme ich rein? Der Weg hinein führt durch diesen Rost. Ihr müsst unbedingt die Orientierung behalten. Das da unten ist ein wahres Labyrinth. Und seid vorsichtig, sie mögen ja Winzlinge sein, aber wenn sie von euch Wind kriegen, können diese Gnome ausgesprochen unangenehm werden. Also dann, ihr solltet jetzt lieber gehen und beeilt euch, ich werde sie ablenken. Bringen wir es hinter uns. Oh, das wird jetzt spannend. Dann dürfen wir jetzt hier reinlaufen. Und ich würde aber sagen, wir machen hier beim nächsten Part weiter mit Kingdoms of Amalur. Sehr spannend. Bis dann.